So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Spielrausch. Und wir zocken weiter eine Runde. Risen. Ja, letzte Folge waren wir hier bei Carlo, hieß der Carlo. Ich gehe mal gucken. Den haben wir ja extra wieder weggeschickt, damit ich das mit euch zusammen mache. Diese Entscheidung werden wir zusammenfällen. Wir haben zuvor natürlich ja alles ausgeräumt, was ging. Hier war der, glaube ich, ne? Jetzt steht auch eine Wache hier vor. So. Carlos. So, wie kann ich dich unterstützen? Oder was genau ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Wie stehst du zu den Banditen von Don Esteban? Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Sie ist intakt und sie wird es auch noch so lange sein, wie die Zahl derer, die nicht dem Gesetz folgen, klein bleibt. Sollte allerdings das Verbrecherpack versuchen, die Oberhand über die Stadt zu erringen, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Jeder hat dem Gesetz des Inquisitors Folge zu leisten. Wie kann ich dich unterstützen? Du hast keine Ahnung, was es heißt, eine Stadt wie diese zu regieren. Es ist schon was anderes, als in den geschützten Mauern der Vulkanfestung seinen Dienst zu verrichten. Wenn du mir helfen willst, dann solltest du meinen Wachen bei den Aufgaben helfen, die ich ihnen gegeben habe. Ja, das hört sich natürlich gut an. Dann werden wir mal sagen, da wir ja eh Aufgaben für ihn erledigen sollen, fragen wir erst gar nicht die anderen Fragen, sondern gehen direkt hier rüber. Ich werde dir helfen, deine Stadt zu säubern. Nun denn, wenn das so ist, dann werde ich dir jetzt sagen, was du tun wirst. Geh und finde alle Banditen auf den Straßen meiner Stadt. Stelle sie und sorge dafür, dass sie keinen Schaden anrichten. Meine Wachen werden dir dabei helfen. Viel Erfolg! Und denk dran, ich werde dich beobachten. Du dienst dem Orden der Heiligen Flamme. Also, ich will keine Klagen hören, Rekrut. So, genau das machen wir. Schön. Dann haben wir jetzt eine Aufgabe, die wir nachkommen können. Und mehr Ansehen in diesem Verein erreichen können. Wir schauen mal gerade auf die kluge Questkarte. Hafenstadt. Ruhe und Ordnung. Ja, da haben wir so die Übeltäter. 1, 2, 3, 4, 5. Wir fangen hier mit Delgado an. Würde ich sagen, von vorne, ne? Hier sind wir rein. Delgado. Schön systematisch. Vielleicht gibt es dann noch ein Problem, wenn wir das einfach... Na, wir wissen es ja nicht. Wir werden ja sehen, was die sagen. Vielleicht müssen wir unsere Entscheidung mal kurzhandig umflügen. So, bevor wir da sind, werden wir natürlich speichern. War das hier in die Richtung? Ja. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Richtig. Ja. So kommen wir dorthin. Da ist er. Ja, genau. Wir speichern. Und dann hören wir mal, was der gute Delgado so zu sagen hat. Hallo Delgado. Du bist doch neu hier, oder? Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Natürlich hat er das. Ja, ja, ihr Typen aus der Vulkanfestung habt nicht solche Probleme wie unser eins. Ständig hat man Ärger wegen des neuen Gesetzes. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen.
Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Naja, da müssen wir auch was wissen. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Ich würde mal sagen, eins von den beiden, ja, das ist wichtig. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken, weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. So, jetzt haben wir nochmals eine Entscheidung, die wir zu fällen haben. Schließen wir uns jetzt den Banditen an? Also im Normalfall würde ich es ja tun. Na? Im Normalfall würde ich denen helfen. Aber ich möchte gerne mal ein hundsdrecksgemeiner Kerl sein. Und will das Ganze hintergehen. Ich will, dass er Vertrauen zu mir kriegt, um ihn dann zu stürzen und die ganzen Banditen. Wir werden sehen. Was macht ihr für Geschäfte? Das will ich als erstes wissen. Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Aber wenn ich es mir anders überlege, sind das die Dreckskerle. Also, demnach wäre es schon gut, dass ich die richtig stürzen werde. Also, ja, wenn die für nichts tun, an jedem Geschäft mitverdienen, was andere sich aufgebaut haben, sehe ich es ganz klar so, dass die gestürzt werden müssen. So. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Ha, er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Ne? Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ja, wir wollen mal diese Quest mit annehmen. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Hey, warte mal. Du bist doch auch einer von der Vulkanfestung. Bist du etwa gekommen, um mich auszuspionieren? Was sollte das bringen? Hm, richtig. Es würde euch gar nichts bringen. Idiot. Eben. Scheint so, als hätten sie dich in der Vulkanfestung nicht klein gekriegt. Mhm. Das gefällt mir. Das sollst du denken, Freundchen. Wir wollen so viel rausholen und rauskitzeln, was wir können. Und dann machen wir ihn platt. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Ich kann aus dir einen Taschendieb. Seht ihr? Hätte ich den jetzt einfach so dir nicht um die Ecke gebracht, hätte ich das von ihm nicht mehr lernen können. Ja, dann müssen wir uns anderweitig erstmal umgucken, ne? Wir mal als erstes hier wegmachen. Wie kann ich dir helfen, Fräulchen? Wie kann ich dir helfen? Costa der Pfandleiher macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Ja. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Es geht in eine ganz andere Richtung, meine lieben Freunde. Wir machen das. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Also, es geht um Costa. Costa ist derjenige. Wartet mal eben, wie viel Gold schuldest du, Costa? Wie soll ich ihm das Gold denn abnehmen? Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Naja, wir wissen schon, wie wir das tun. Wenn du ihn verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Hm. Aber leg ihn nicht um.
Und pass auf seinen Schläger auf. Ja. Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Ah, super. Die Hälfte kriegt er natürlich, denn wir wollen ja weiter das Vertrauen auch von ihm erschleichen. Wir werden uns alle anderen auch noch anhören, bevor wir irgendwas machen. Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Um deine Gegner zu provozieren, da mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen. Und das habt ihr leicht husten, Leute. Na gut, Fräulchen. So, der nächste auf der Liste wäre dann Lucor. Hier war Costa. Eins nach dem anderen, Leute. Wir wollen clever sein und nicht alles über Bord werfen. Denn hinterher, wenn ich jetzt El Delgado umgebracht hätte, dann wären bestimmt andere Sachen flitzen gegangen, die wichtig wären. Oder sind. Lucor? Nein, das ist Buddy. Ich bin ganz verkehrt. Oh, ich bin ganz verkehrt. Sehr interessant. Das muss er sein. Hey! Warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Ach so. Verstehe, Freundchen. Ja, genau, Kumpel. Isst erstmal einen Apfel. Na, er weiß ja von all dem nichts. Ich suche Arbeit. Was denn? Du willst mir helfen? Du gehörst doch auch zum Orden. Nein. Und woher weiß ich, dass du mich nicht nur benutzt, um bei Carrasco ein paar Punkte zu machen? Tja, ich schätze, du musst es darauf ankommen lassen. Das ist deine Entscheidung. Na schön. Ich werde es mit dir versuchen. Aber wenn du mich verpetzt, werde ich dich töten. Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind trotzdem wertvoll. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Ich will 400. Willst du mich ruinieren? Da kann ich den Jungs ja direkt das Gold in den Rachen schmeißen. Ich sehe das so. Wenn deine Jungs das Doppelte wollen, musst du 500 Goldstücke zahlen. Und wenn ich die Drecksarbeit für dich machen soll, kostet dich das was. Bei 400 kommst du immer noch gut weg. Gut, du bekommst die 400. Aber nur, wenn du dafür sorgst, dass sich die Penner in Zukunft an die Abmachung halten. Ja, natürlich. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten das in meiner war Tasche klar. sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft.
das lassen wir uns auch offen, Leute. Wir müssen da echt vorsichtig, behutsam rangehen. Nicht, dass wir irgendwas zerstören, was wir hiermit gerade beginnen würden. So, zum nächsten. Das wäre in dem Sinne Zit. Bin gespannt. So müsst ihr vorgehen, Leute. Also das ist taktisch klug. Zit. Moment mal. Wie komme ich denn da hin? Hier rüber, ne? Hüpf. Nicht mehr hier hüpf, okay. Da ist er doch. Hey, Sid. Alles raus. Wie geht's dir, Freundchen? Ein. Du hast ein Schild. Mit dir dürfte ich nicht so leicht umspringen können. Hey, ich bin Sid. Und du siehst mir aus wie ein Schoßhund des Ordens. Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Da seht ihr es mal. Jeder von denen kann ein bisschen Hilfe brauchen. Und wenn wir das als erstes für die erledigen... Wie gesagt, ihr seht ja, wir kriegen Gold, dies und das, ne? Wir werden bezahlt. Und von denen, der hat bestimmt auch irgendwas, wo wir wieder Gold kriegen oder bessere Sachen halten können. Brauchst du Hilfe? Der Orden will mir ans Leder. Damit meine ich jetzt nicht dich, sondern die anderen Mistkerle hier in der Stadt, vor allem Rodriguez. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähle es mir. Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb. Aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Gut. Das sehen wir uns später mal an. So, wir sind jetzt bei Wiesel angekommen und es lohnt sich einfach nicht weiterzumachen, da die Zeit schon wieder für mich um ist, Leute. Ich muss los. Ihr habt bestimmt auch noch was zu tun. Ich wünsche euch was und wir sehen uns zur nächsten Folge von Wiesel wieder.